Welcher Netflix-Film hat euch dieses Jahr so richtig genervt? Würde mich mal interessieren, schreibt es in die Kommentare, denn bei mir war es am letzten Wochenende eine Komödie von Judd Apatow, eigentlich ein ganz großer Name, weil er so wundervolle Komödien gemacht hat wie Beim ersten Mal, Jungfrau 40 männlich sucht oder Trainwreck, eigentlich ein Mann, den ich sehr schätze. Sein neuester Netflix-Film, The Bubble, ist aber eine einzige Katastrophe. Es geht um eine Filmproduktion während der Corona-Zeit, alle leben in ihrer Bubble und es spielen unglaublich viele Stars mit. Karen Gillan spielt die Hauptrolle, Pedro Pascal ist dabei, Keegan-Michael Key, David Duchovny und Maria Bakalova, der Superstar aus Borat 2, die ich eigentlich ganz großartig finde. Dieser Film ist einfach wahnsinnig unwitzig. Jede 12. Pointe zündet, wenn's hochkommt. Ansonsten ist dieser Film ein einziger Rohrkrepierer und für mich vielleicht wirklich der schlimmste Film dieses Jahr. Also danke, Netflix.